Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Oh yeah. So, ich habe einiges vorbereitet. Und somit stellen wir uns erstmal hier hin, bevor ich gleich mal erkläre, was genau wir vorhaben. Zuerst wollen wir mal Lion's Pride beglücken, denn er hat es eigentlich verdient, dass wir ihm auch mal was geben. Die Spitzhacke kriegt er von uns. Die brauchen wir nämlich für unseren Zweck hoffentlich nicht. Okay, Freunde, ich habe alles vorbereitet. Ich habe verdammt lange nachgedacht, um das, was wir jetzt machen, auch hinzukriegen. Der Ausbruch. Er muss funktionieren. Aber erstmal werden Zellen gefilzt und hoffentlich nicht unser. Judith und Kumpelblase. Wir gucken mal bei den Jungs hier kurz vorbei. Gut, wir brauchen nämlich Nahrung. Denn wenn wir buddeln, verbrauchen wir Energie. Und wenn wir zu viel buddeln, haben wir keine Energie mehr. Und deswegen möchte ich auf Nummer sicher gehen und Energie suchen. Beziehungsweise Energieriegel, oder? Hast du nicht gesehen? Hauptsache Essen. Wir brauchen einfach nur Essen. Ich zeige euch gleich mal, was ich alles organisiert habe. Ich habe quasi das aus den letzten Folgen organisiert, was wir quasi durch den Bug verloren haben. Sodass wir quasi zeitlich immer noch im gleichen Limit sind wie vorher auch. So, als allererstes entgehen wir natürlich der Wache da rechts. Weil wir ja nicht erwischt werden wollen beim Klauen. Ah, ein Pfefferminzbonbon. Da haben wir Nahrung Nummer 1. Wir wechseln mal nach rechts, sonst esse ich das aus Versehen beim Schlagen. Hier ist auch nichts drin. Die Wache darf mich nicht sehen. Dankeschön. Oh oh. Ah, puh. Rechtzeitig. Gut, da wir nicht gesehen worden sind. Okay, jetzt wurden wir gesehen, aber egal. Da wir beim Essen nicht gestört worden sind von den Wachen, wurden wir auch nicht verfolgt von ihnen. Deswegen haben wir keine Prozente bekommen. Wir haben gerade Prozente bekommen, weil eine Wache mich entdeckt hat, wie ich aus seinem Zimmer gekommen bin. So. Okay. Übrigens, danke nochmal für die Kommentare von euch, die kleine Hilfestellung. Und zwar gibt es da ein Item, das brauchen wir auch noch ganz dringend. Ich schlafe hier, Gottes Willen, nein, zu spät. Und zwar, wenn wir jetzt in unsere Zelle gehen und unsere Sachen auch nochmal mitnehmen. Ich hänge die Decke mal kurz hier hin, die brauchen wir nicht. So, dann können wir nämlich hier eine Bettpuppe machen. Wir legen die kurz mal hier hin. Ich werde euch gleich erklären, warum. Ich habe hier ein bisschen was getestet. Und zwar seht ihr hier ein paar Items rumliegen. Es ist so, dass Items, die irgendwo in der Gegend rumliegen, irgendwann von den Wärtern eingesackt werden. Wie zum Beispiel das hier, was ich gerade hier hingehangen habe. Zum Beispiel. Da, ich habe es ja gerade absichtlich hingehangen, damit ihr sehen könnt. Illegale Sachen werden sofort mitgenommen und normale Sachen werden erstmal liegen gelassen für eine Weile, bis sie wahrscheinlich verrotten und die Wärter irgendwann von alleine aufräumen müssen. So viel dazu. Also das heißt, wir können tatsächlich Gegenstände aber auch vor den Wärtern verstecken. Und zwar in diesem, ja, wo wir eigentlich auch immer ausbrechen, in dieser Zeile hinter der Mauer, könnten wir Sachen verstecken. Das habe ich bemerkt, als ich meine alten Videos angeguckt habe von The Escapist, wo ich gesehen habe, hey, Moment, die Wachen haben meine Sachen nicht mitgenommen. Warum nicht? Weil sie nicht gesehen haben. So viel dazu, Freunde. Ich habe fast alle meine Folgen nochmal angeguckt, um zu gucken, welche Fehler ich gemacht habe und wie wir quasi Fehler vermeiden können und was man alles dann machen kann. Wir werden heute versuchen auszubrechen. Sollte es nicht klappen, was definitiv der Fall sein kann, dann werden wir das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe in meinem Let's Play bemerkt, dass ich immer von heute auf morgen ausbrechen wollte. Ich habe mir zwar einen feinen Plan immer aufgestellt zum Ausbrechen, aber ich habe mir keine Zeit dafür gelassen. Klar habe ich die Schritte geplant und für die Schritte alles vorbereitet, aber wir können auch über mehrere Tage vorbereiten. Wir hätten auch ein riesiges Loch bohren können, von meiner Zelle bis ganz nach draußen, aber ich habe es nie gemacht. Und vielleicht machen wir das beim nächsten Gefängnisausbruch. Da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Ein bisschen experimentieren. Ohne, dass wir irgendwie Stress aufbauen müssen. Aber jetzt heute erstmal der Ausbruch. Wir haben einen Mittagsappell. Und wir gehen da auch gleich hin. Wir gucken hier aber noch mal kurz nach. Wir brauchen nämlich was zu essen.
Ja, wir haben ein bisschen Pech. Aber wir können unten rechts gleich nochmal in den Zellen nachgucken. Und natürlich... Ach verdammt, jetzt ist er schon wieder da, ne? Ich wollte Candy beklauen. Ja, ich bin auch schon da. Alles gut. Du hast nichts zu essen. Du hast nichts zu essen. Wieso hat hier niemand was zu essen, ey? Ich hab verhungert. Naja, das wird schon. Erstmal dürfen wir nicht durchsucht werden. Das ist das Wichtigste. Göcki und Tobias Wagner. Perfekt. Somit ist Nachmittagsfreizeit und wir verbringen unsere Freizeit, indem wir Essen suchen. Auch wenn wir nicht mehr viel untersuchen können. Zur Not schlagen wir ein paar Wärter zusammen und gucken, ob die was zu essen haben. So sieht es nämlich aus. Schokoriegel, Dankeschön. Mindestens eine Sache würde ich gerne aber noch haben. Etwas zu essen. Eine kleine Sache. Hallo Gomme. Komm, folge mir in dieses Zimmer. Scheiße, ach, ich hab's gegessen. Und da hat doch niemand noch... Ach Mann, okay, das ist scheiße, wenn man auf einem Item drauf ist und jemanden schlagen will. Das kannst du ja mal voll knicken. Shit. Ja, ist gut, hier, damit rufe ich mir wieder Max Gronk. Nimm dies. Und freu dich deines Lebens. Jetzt verpiss dich. Dankeschön. Okay, dann brauchen wir nochmal was zu essen. Und da kommt gerade eine Wache. Natürlich haben wir nichts zu essen hier. Das hier ist eine sehr gefährliche Ecke, habe ich gemerkt in meinen Let's Plays. Ich habe sie ja angeguckt. Hier kommen die Wärter am öftesten vorbei, weil sich hier gleich mehrere Wege schneiden. Du hast nichts gesehen. Nee. Ist einfach nichts, ne? Okay, dann fangen wir halt an, die Leute zusammenzuschlagen. Was haltet ihr davon? Wir müssen sie nur einzeln erwischen. Wie zum Beispiel Nook. Hast du nicht gesehen, mein Freund. Shit, ich brauche was zu essen. Ah, ich würde alles tun für was zu essen. Na gut, dann, vielleicht reicht das ja, was wir jetzt haben, wer weiß. Wir legen das gleich mal kurz zu unserem Ausbruchsort, weil es ist schon Abendessen und wir müssen echt hier jetzt mal ein bisschen was vorbereiten. Und ich hoffe einfach nur, dass das reichen wird, was wir da haben. Junge, Junge, Junge. Hofgang. Hofgang geben wir auch noch. Das ist gar kein Problem. Wir werden aber nicht trainieren, wir werden uns dann nur aufhalten, weil die Wärter uns nicht so wirklich mögen. Und jetzt mag mich Nook auch nicht mehr. Es tut mir leid, Nook, aber es war Notwehr. Ich brauchte was zu essen. Mundraub sozusagen. Mundraub ist ja irgendwo nicht so gemein, ne? Ach, ich wollte gar nicht trainieren, ne? Regenerieren wir uns lieber. Nichts zu essen, alter Schwede. Hauptsache eine Sauglocke. Aber nichts zu essen. Alter Nook. Jetzt drehst du aber am Rad hier. So, duschen auch noch. Ach, hätten wir auch trainieren können, ne? Ich hab vergessen, dass danach duschen angesagt ist. Na gut, gehen wir nochmal kurz duschen und bereiten wir gleich während unserer Abendfreizeit alles vor. Was wir so brauchen. Und dann würde schon. Na komm schon. Bin schon wieder voll aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich ausbrechen will, bin ich aufgeregt. Aber ich habe echt Bock, mal so einen Ausbruch über mehrere Tage zu planen, dass wir stetig daran arbeiten, auszubrechen. Das wäre es doch. So, wir nehmen mal den roten Schlüssel, wir nehmen die Schaufel mit. Und das Essen, was wir hier noch haben. Sehr gut. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn wir Sachen da platzieren, wo
die Wärter sie nicht sehen, werden sie auch nicht mitgenommen. Das heißt, wir können die Schaufel da easy locker liegen lassen. Hoffe ich zumindest. Es ist riskant. Aber ich will es probieren. Ich will es probieren, einfach nur aus dem Grund, weil ich das unbedingt wissen will, ob das wirklich so stimmt. Lassen die Schaufel hier mal liegen. Wenn sie mitgenommen wird, sind wir halt am Arsch, aber dann wissen wir wenigstens Bescheid. So, wir können den Schlüssel noch zweimal verwenden. Wir müssen ihn allerdings nur einmal verwenden, weil wir ja ausbrechen werden. Wir haben 3 Stück Nahrung darum liegen, das dürfte eventuell reichen. Ich hoffe nur, die Wärter nehmen die Schaufel nicht mit. Ich hoffe es wirklich sehr. Aber ich muss es riskieren, ich muss es riskieren. In diesem Spiel muss man lernen, um besser zu werden. So ist das halt. So, dann haben wir das dabei, das verschwindet von alleine. Ja, passt alles rein, perfekt. Habe ich gut durchdacht, ne? Sehr schön. Das werden wir nämlich gleich, wenn es Nacht ist, erstmal auf unser Bett legen und uns dann erstmal einen Keks freuen. Ach, ist das schön. Gut, eine Stunde. Damit müssen wir irgendwas jetzt machen. Zum Beispiel Luke verprügeln. Ist ja mein Hobby. Tipps gibt's keine mehr. Wir hätten uns auch zum Beispiel auch mit dem Beutel hier rausschleichen können und hier buddeln können oder worauf ich echt Bock hätte. Ich hätte echt Bock, einen Tunnel aus meinem Zimmer zu graben. Ich meine, das muss ja irgendwo möglich sein, oder nicht? Man muss es halt nur ein bisschen geschickt anstellen. Ich weiß nur nicht, ob die Wärter das merken, wenn man Bettlaken nachts hier hinhängt. Wenn sie das merken und die Bettlaken wegnehmen und plötzlich stehe ich da und grabe mein Loch, na dann Prost Mahlzeit. Okay, Abendappell, Freunde. War da schon immer ein Scheinwerfer? Oder verdächtigen sie mich? Naja, das Gute ist, alles passt in unser Inventar. Wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Sobald unser Name da steht, renne ich wie von der Tarantel gestochen in mein Zimmer und nehme einfach alles mit. Deswegen habe ich auch gerade die Schaufel dahin gebracht. Weil ich einfach nur Angst hatte, dass ich ansonsten irgendwas wegwerfen muss. Okay. Tobias Wagner und Göcki, somit beginnt unser Ausbruch jetzt. Oh, Junge, Junge, Junge. Also gut. Wir nehmen das hier erstmal dahin. Nehmen die Attrappe mit und legen sie auf unser Bett. Wieso kann ich die Attrappe nicht von... Oh nein, muss die Bettdecke und das Kissen vielleicht auch drauf sein? Ach du Scheiße. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn die Wachen merken, dass ich hier unterwegs bin. Ich bin wach. Alles cool. Ja, scheiße, Mann. Okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ich bin schon verdächtig für die. Allerdings muss ich erstmal die Mauertreppe hier liegen lassen. Ich bin cool. Der kommt da gleich wieder raus. Ich bin cool. Okay. Auf geht's. Mauertreppe. Ich hoffe, die bemerken nicht, dass ich weg bin. Mein Bett ist leer. Scheiße, Mann. Mein Bett ist einfach leer. Okay, beeilen wir uns. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie merken, dass ich weg bin. Ach, scheiße, da kann ich gar nicht rüber. So, benutzen wir das Seil zum Runterkommen und hoffen, dass da keine Wache ist. Scheiße! Oh mein Gott, Ausgangssperre, die Schaufel ist noch da. Alles gut. Okay, die Wärter dürfen mich nicht sehen. Muss kurz warten. Hoffentlich kommen die nicht her. Lassen wir mal den Schlüssel hier liegen. Und den hier. Fuck, 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 fuck. Okay, wir buddeln. Scheiß auf alles, wir buddeln. Wir haben diese übelste robuste Schaufel und sie verbraucht nur 5%. Oh Gott. Oh Gott. Schlimmer kannst du gar nicht kommen. Ich bin doch schon so krass aufgeregt. Das Seil brauchen wir auch nicht. Tschüss. Und die Enterhaken auch nicht. Tschüss. Okay, wir nehmen Dreck auf. Das heißt, wir müssen uns verdammt beeilen.
Na komm schon. Na komm schon. Schneller. Schaufel schneller, du Arsch. Nein. Oh Gott, 1,40. Okay, können wir hier schon hoch? Ich glaube schon, ne? Hä? Was? Oh, so müssen wir uns hochbuddeln. Oh Gott. Zum Glück. Oh, das war Glück. Zum Glück habe ich das mein X gespammt ohne Ende, sonst hätte ich jetzt bestimmt nicht gewusst, wie ich rauskomme. Okay, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Oh Gott, ich bin frei. Oh Gottes Willen. Schlechte Führung. 1322. Okay. Beim nächsten Mal machen wir das besser, Freunde, versprochen. Beim nächsten Mal werden wir uns richtig Zeit lassen und ich habe echt Bock, aus meiner Zelle rauszugraben. Oder wir gucken uns auf jeden Fall an, was als nächstes kommt. Das Dschungellager kommt als nächstes. Wir drücken einmal kurz neues Spiel. Und gucken, wie viele Leute mitmachen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Freunde. 9 Stück. Wir sind leider das nächste Mal nur zu 9. Das heißt, wenn ihr da wieder dabei sein wollt, dann braucht ihr entweder sehr viel Glück oder ihr meldet euch als Wärter. Wenn ihr euch als Wärter meldet, seid ihr höchstwahrscheinlich eher dabei, als wenn ihr euch als Insasse meldet. Weil ich meine, wir hatten gerade 15 Leute in unserem Gefängnis und da hat es gerade noch so gepasst. Ja. Aber cool. Ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir gehen mal ins Gefängnis rein und gucken mal, was uns da erwartet. So viel Zeit muss sein, Freunde. Oh Gott, ich bin rausgekommen. Bin einfach rausgekommen. Aber ich habe mich auf jeden Fall sicherer gefühlt, weil ich meine Folgen noch mal angeguckt habe und realisiert habe, dass alles geht. Okay, wir sind also wieder zu zweit. Okay. Das sind anscheinend die Duschen und wir können von außen aus duschen. Nein, wieso haben wir Energie verloren? Okay. Was ist das für ein Gefängnis? Hat es mehrere Etappen? Ist das so klein? Also hier kommen wir easy durch. Hier trainieren wir. Okay, gucken wir mal. Okay, das ist ja gleich geblieben, ne? Och, endlich wieder was Leichtes. Guckt euch das an, ich kann endlich Tempo trainieren beim nächsten Mal. Das ist das schön. Wir essen also draußen. Kann uns erstmal egal sein, okay. Hier ist ein Schrank. Das ist eine Arbeitsstelle. Und hier ist auch schon wieder ein Reaktor. Und da gleich hinten, dahinter könnten wir eventuell graben. Hier ist das Telefon. Kostet verdammt viel. Und hier ist die Freiheit, da kommen wir nicht hin. Ist auf jeden Fall sehr interessant gestaltet hier. Also, wir werden höchstwahrscheinlich wieder ein paar Folgen hier verbringen beim nächsten Mal. Bevor wir überhaupt klarkommen mit der ganzen Situation. Ich meine, guckt euch das an. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hier schon ein bisschen krass. Und das hier ist Einzelhaft? Einzelhaft. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon mal einen Überblick gemacht, Freunde. Wie gesagt, ich melde mich eine Woche bevor das Projekt startet. Ungefähr eine Woche bevor das Projekt startet. Melde ich mich per Videonachricht, wo ich dann Bescheid sage, dass ihr eure Namen in die Runde werfen könnt. Ich werde das Ganze auslosen, insofern sich nicht zu wenig melden. Wenn sich ganz wenig melden, dann muss ich das nicht auslosen. Dann wäre das ein bisschen Glück. Wenn sich wieder ein paar mehr melden und dann müssen es eigentlich nur mehr als 9 sein, die Häftlinge sein wollen, dann muss ich das auslosen. Was mir persönlich immer sehr schwer fällt, wenn ich einige von euch nicht mitnehmen kann. Ja, fehlt noch Dschungellager, San Pancho, Eisentor. Dann haben wir natürlich noch Inhalte zum Runterladen wie Escape Team und Alcatraz. Das heißt, wir haben nur 5 Gefängnisse vor uns. Wir werden höchstwahrscheinlich danach ein paar Gefängnisse wiederholen.
Weil wir bis dahin ja mehrere Sachen gelernt haben. Zum Beispiel das erste Gefängnis würde ich gerne nochmal wiederholen, weil es doch ein bisschen langweilig war. Und mal gucken, wenn es euch bis dahin noch immer noch gefällt, machen wir es. Wenn ihr langsam euch satt gesehen habt, dann machen wir es nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Projekt. Lasst euch überraschen, was es wird. Denn hatte ich das schon erwähnt, dass wir immer Escapist für ein Projekt pausieren, weil es sonst ein bisschen zu übersättigend wäre. Man muss sich auf ein Projekt freuen. Und wenn wir jetzt direkt ins nächste Gefängnis gehen würden morgen, dann wäre das eine Übersättigung dieses Spiels und das möchte ich gerne vermeiden. Deswegen haben wir dazwischen immer ein anderes Projekt, damit ihr euch von diesem Projekt erholen könnt, damit neue Abonnenten kommen können, die sich auch mal wieder drauf bewerben und so weiter und so fort. Also sehen wir uns morgen bei einem neuen Projekt. Mal gucken, ob es euch gefallen wird. Ich werde auf jeden Fall eine Menge Spaß damit haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.